Ich habe gesehen, wie Lee es mir abgenommen hat. Wie kann ich es trotzdem noch benutzen? Das Amulett ist ein mächtiges Werkzeug, aber eben nur ein Werkzeug. Als ihr gelernt habt, die Kraft in euch zu entfesseln, hat das Amulett euch bei der Sammlung von Geist und Energie geholfen. Aber ihr gehört den Geistermönchen an. Die Kraft des Wasserdrachen war immer in euch selbst, nicht im Amulett. Jetzt seid ihr stark genug, diese Kraft auch ohne das Amulett zu nutzen. Wow. Wenn ich selbst die Kraft habe, was bewirkt das Amulett dann also? Es ist ein Werkzeug und man kann damit Energie bündeln. Es hilft euch, eure Kraft zu verstehen und die Essenzjuwele zu nutzen, die so viele Menschen für bloße Schmucksteine halten. Wir allein können aus mehreren Juwelen gleichzeitig Kraft ziehen. Jetzt, da ihr wisst, wer ihr seid, könnt ihr dies auch ohne das Amulett tun. Mhm. Wenn das Amulett zur Bündelung dient, warum hat Lee es mir dann abgenommen? Ihr braucht das Amulett nicht länger. Lee hat jedoch Verwendung dafür. Lees Bruder Sun Hai verzehrte die Kraft des Wasserdrachen. Aber ohne das Amulett war dies eine lange und zeitaufwendige Sache. Selbst nach 20 Jahren war er nicht stark genug, um euch zu besiegen. Hätten die Lotus-Assassinen ihm genug Teile des Amuletts gebracht, wäre er weitaus mächtiger gewesen. Aber Sun Li hat das Amulett. Und das macht ihn viel gefährlicher. Damit kann er sich die Kraft des Wasserdrachen viel schneller aneignen. Wenn ihr ihn nicht bald aufhaltet, wird er unbesiegbar sein. Ach, wir werden ihn aufhalten. Warum waren die Teile des Amuletts über das ganze Reich verstreut? Ich wollte nicht, dass das Amulett unseren Feinden in die Hände fällt. Als ich erkannte, dass die Schlacht verloren war, zerschlug ich es in mehrere Teile. Ich gab die Stücke meinen Schülern und wies sie an, in die entlegensten Teile des Reiches zu fliehen. Das Kernstück des Amuletts erhielt der junge Mönch, der mit euch floh. Ich wusste, dass das Kernstück genügen würde, um euch auf den Weg zu führen, eure wahre Kraft zu erkennen. Jeder andere würde jedoch alle Teile des Amuletts finden müssen, um es benutzen zu können. Okay, warum ist es so mächtig? Das Amulett ist ein mächtiges Werkzeug, aber eben nur ein Werkzeug. Okay, das hat man auch schon. Okay. Ich möchte euch jetzt was anderes fragen. Ich werde mein Bestes tun, um alle Fragen zu beantworten, die ihr haben mögt. Die ihr haben mögt? Ich möchte etwas über die Geistermönche und die Klagefestung erfahren. Es wäre mir eine Ehre, wenn ich euch helfen könnte, mehr über unseren Orden und euer Erbe zu erfahren. Ihr habt gesagt, dass ich hier in der Klagefestung geboren wurde? Viele Angehörige unseres Ordens wurden als Kinder zu uns gebracht. Sie waren Waisen, die wir aufzogen, um unserer großen Herrin zu dienen. Aber einige Kinder wurden auch hier im Kloster geboren. Eure Mutter wie auch euer Vater gehörten den Geistermönchen an. Ihr wurdet hier in der Klagefestung geboren und in den geweihten Brunnen gebadet. Nur Tage, bevor sie zerstört wurden. Eure Eltern starben bei dem Angriff. Genau wie wir anderen, die dem Wasserdrachen dienten. Wie waren meine Eltern? Oh, das denke ich mir, dass du das wissen möchtest. Sie waren gute Leute. Ihre Liebe füreinander wurde höchstens noch von ihrer Ergebenheit gegenüber dem Wasserdrachen übertroffen. Hätten sie überlebt, dann hätten sie euch hier in der Klagefestung aufgezogen. Ihr wäret von Geburt an in die Pflichten eines Geistermönches eingewiesen worden. Es ist wirklich traurig, dass ihr sie nie kennengelernt habt.
Absolut. Was genau war die Aufgabe der Geistermönche? Wir dienten dem Wasserdrachen als ihre Wächter und Beschützer. Wir kümmerten uns um die Bedürfnisse ihrer körperlichen Gestalt, hielten die Klagefestung in Stand und ehrten den Wasserdrachen mit Andacht und Gebet. Ist das alles? Klingt langweilig. Ist das alles? Außerdem dienten wir als Hirten für die Toten. Die meisten Seelen kamen zur rechten Zeit in die Klagefestung. Aber manchmal war eine Seele nicht in der Lage oder nicht willens, die Welt der Sterblichen hinter sich zu lassen. Wir suchten nach diesen verlorenen Seelen. Jene mit unerledigten Aufgaben und jene, die unter traumatischen Umständen ums Leben gekommen waren, brauchten unsere Hilfe, um zur Klagefestung zu gelangen. Aber jetzt, da der Wasserdrache fort ist, kann keine der Seelen den Weg zur Klagefestung finden. Und jene, die bereits hier sind, kommen nicht weg. Das Portal ins Jenseits ist versiegelt. Ja, und das ist ja praktisch das, was wir das ganze Spiel über gemacht haben, dass wir den verstorbenen Geistern geholfen haben. Erzählt mir mehr über die Klagefestung. Die Klagefestung ist ein Zwischenort. Sie existiert sowohl in der Welt der Sterblichen als auch im Seelenreich. Und sie führt in die Unterwelt. Sie ist eine Brücke zwischen dem Leben und dem Tod. Einst war sie ein heiliger Ort. Aber jetzt ist sie entweiht. Bosheit und Verderben haben sich in der Klagefestung ausgebreitet. Und das Übel ist in den vergangenen 20 Jahren immer größer geworden. Ich möchte wieder etwas anderes fragen. Ich werde. Amulett. Habt ihr irgendeinen Rat für mich? Das hat man zwar schon. Nur. Okay. Wie soll ich diese Brunnen. Ich glaube, wir sollten weitergehen. Genau. Schreiten wir zur Tat. Ihr habt wahrscheinlich recht. Wir müssen die Kraft des Wasserdrachen wiederherstellen, bevor Sun Li sie vollständig in seiner Gewalt hat. Genau. Gespeichert. Und dann, Leute, ihr habt ja schon gesehen, ich habe einen Cut gemacht. Sonst wäre das ewig lang geworden. So, wir sind hier über die Brücke. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, wo wir hin müssen. Hier ist ein Ständer. Das Ritual des Bandes. Die Fähigkeit, eine Seele zu binden, ist eine der großen Ehren, mit denen uns der Wasserdrache bedacht hat. Wir müssen daher immer daran denken, dieses Geschenk mit dem nötigen Respekt zu behandeln. Wenn ihr eine Seele bindet, werdet ihr zum Wächter dieser Seele. Es ist, als wäre die Seele euer Kind. Obwohl es natürlich eure Pflicht ist, die Seele zum Wasserdrachen zu bringen, damit sie gerichtet werden kann, seid ihr bis zur Übergabe der Seele voll für sie verantwortlich. Da die Seele jedem eurer Befehle gehorcht, müsst ihr immer das Beste für die Seele im Sinn haben, solange sie unter eurer Kontrolle steht. Ihr dürft einer Seele nie Dinge befehlen, die das Urteil des Wasserdrachen über diese Seele später beeinflussen könnten. Und obgleich es die bekannteste Regel beim Binden von Seelen ist, will ich es hier wiederholen. Unter keinen Umständen dürft ihr je die Seele eines lebenden Menschen binden. So etwas würde mit dem Tod und einem Richtspruch durch den Wasserdrachen persönlich bestraft. Okay, heftigst. Heftigst. Man kann Seelen binden. Schau mal da oben. Seelen binden, um sie wohin zu geleiten und zu befehligen, sozusagen. Wow. Und jetzt? Dürfen wir... Oh. Ihr habt hier nichts zu befürchten. Es gibt in der Klagefestung zwar viele gefährliche Wesen, diese Mönche und Soldaten können euch jedoch nichts tun. Danke. Was geht hier vor? Die Mönche und Soldaten, die in der Schlacht starben, sind hier in der Klagefestung gefangen. Verstrickt in einen nie endenden Krieg. Sie kämpfen, sie fallen, nur um sich wieder zu erheben und erneut zu fallen. Li tötete mich auf den Stufen des Tempels. Mein Körper fiel,
und meine Seele stieg auf. Machtlos floh ich in den äußeren Hof, während die Schlacht noch tobte. Ich wollte sehen, ob ihr entkommen wart. Stattdessen sah ich, wie Lee euch mitnahm und saß hier draußen fest. Der Kaiser hatte die Tore hinter mir versiegelt. Ihr kommt also nicht in den Tempel zurück? Meine Seele kann die Klagefestung nicht verlassen. Keine der Seelen hier kann fort. 20 Jahre lang war ich im äußeren Hof gefangen. Unfähig, durch die Tore zu gelangen. Ich hoffe, dass die Tore sich öffnen lassen, wenn der Brunnen gereinigt ist. Vielleicht können wir drinnen einen Weg finden, die Klagefestung wiederherzurichten und meine Brüder und Schwestern von diesem Fluch zu erlösen. Okay, Song, Abt, tut mir leid, aber ich habe die Orientierung jetzt verloren. Die Klagefestung wird wieder zu dem, was sie einmal war, Abt Song. Das schwöre ich. Ich kann nicht sagen, welches Schicksal vor uns liegt, aber nach 20 Jahren gibt mir eure Rückkehr wieder Grund zum Hoffen. Oh, danke schön. Gut, jetzt ist natürlich die Frage, wo genau wir hin müssen. Warte. Das erklärt uns im Augenblick auch nicht, wo wir hin müssen. Nur, dass wir hier wahrscheinlich nicht rein können. Ah, doch, Tor. Es gibt keine Möglichkeit, durch die Tore zu kommen. Der Kaiser hat sie vor 20 Jahren versiegelt. Jetzt hindern sie mich daran, in mein eigenes Kloster zu gelangen. Wenn wir den Brunnen reinigen können, öffnen sich die Tore vielleicht für uns. Ach so. Ich dachte, die Brunnen verbergen sich hinter dem Tor. Dann sehen wir uns mit oh, das Schlachtgetümmel ist, ne? Ist das einer der Brunnen? Ja, das ist einer der Brunnen. Und nu? Doch nur helfen. Aber das sind wahrscheinlich die Krieger von Sun Hai. Bring den Team Eisenstern wieder. Ah, der Falsche. Boah, ist das übel. Jetzt greif ihn an. Ab. Tja, ein Zwei-Fronten-Krieg, das ist blöd. Okay. Die Wächterin dieses Brunnens ist vernichtet. Und ich trauere um sie. Einst gehörte sie unserem Orden an, aber sie betrog uns, verführt durch Lees Versprechungen von Schätzen und Macht. Oh, eine Verräterin, wer war sie? Dieses Ding ist die verdorbene Seele von Xian Wu. Während des Angriffs betrogen sie und mehrere andere Geistermönche uns, indem sie die heiligen Brunnen mit Menschenblut entweihten. Wow. Schon lange vor dem Angriff sandte Lee Spione aus, die unsere schwächeren Mitglieder bestachen. In dem Augenblick, in dem sie die Brunnen entweihten, verschwand die Macht, die uns gegen die Armee stellte. Was ist mit Xian Wu geschehen? Nach der Schlacht ließ der Kaiser Xian Wu und die anderen hinrichten und benutzte die Macht des Wasserdrachen, um ihre Seelen an die Brunnen zu binden. Das ist furchtbar. Sie haben ein furchtbares Verbrechen begangen. Aber dieses Schicksal haben sie nicht verdient.
Sie mussten endlose Qualen erleiden, denen sie nie entrinnen konnten. Solche Macht besitzt das Band. Was ist so schlimm an diesem Band? Das Band ist ein geweihtes Ritual der Geistermönche. Wenn wir die Macht des Wasserdrachen nutzen, können wir eine Seele an uns binden. Das ist eines der Mittel, mit denen wir die Toten führen. Selbst vor dem Fall der Klagefestung gab es Geister in der Welt. Einige Seelen verirrten sich auf ihrer Reise hierher. Oder sie weigerten sich, die Welt der Sterblichen zurückzulassen und verloren den Verstand. Wenn wir diese ruhelosen Geister fanden, konnten wir sie an uns binden und zur Klagefestung bringen. Dann ließen wir die Seele frei, damit der Wasserdrache sie ins Jenseits führen konnte. Der Kaiser hat Chan Wu das also angetan? Das Band ist ein wunderbares Geschenk des Wasserdrachen, wenn es richtig eingesetzt wird. Aber diese Macht kann missbraucht werden. Der Kaiser band die Verräter nicht an sich selbst, sondern an einen Ort. Eine Seele kann einem solchen Band niemals entfliehen. Sie fühlt sich ständig gezogen, obwohl sie nirgendwo hin kann. Sie spürt den Zwang zu gehorchen, aber sie erhält nie irgendeine Anweisung. Die Seele windet sich. Und in ihrer Verzweiflung verliert sie den Verstand. Sie wird verdorben. Eine Seele an einen Ort zu binden, ist für unseren Orden ein schreckliches Verbrechen. Schlimmer ist es einzig, ein lebendes Wesen zu binden. Das hatten wir ja in diesem Buch auch gelesen. Wurde Sun Qin auf diese Weise an Lis Rüstung gebunden? Ist so etwas denn möglich? Wer ein lebendes Wesen bindet, verdammt es zu einem schlimmeren Schicksal als dem Tod. Er zwingt das Wesen zu gehorchen und beraubt es seines freien Willens. Als Mitglied unseres Ordens dürft ihr so etwas niemals tun. Die Fähigkeit, Seelen zu binden, beruht auf der Essenz des Wasserdrachen in euch. Ihr mögt diese Macht derzeit nicht haben, aber eines Tages werdet ihr in der Lage sein, sie einzusetzen, wenn ihr sie braucht. Jetzt ist jedoch nicht die Zeit für Lektionen oder eine Ausbildung. Die Wächterin ist tot, aber ihr müsst das Siegel auf den Brunnen aufbringen, damit er wieder vollständig hergerichtet wird. Okay, ihr haltet Brunnensiegel. Wird das jetzt hier angebracht? Oh, Stufenaufstieg haben wir auch. Ich mach mal ganz kurz den Stufenaufstieg. Ausgewogen. 21. Shisha. Erhöhte Wirkungsdauer. Mehr Schnelligkeit, mehr Schnelligkeit. Und Goldstern. Geringere Chi-Kosten. Schadenserhöhung. So, 5 habe ich noch. Ich glaube, mit denen kann ich jetzt nichts mehr anfangen. Nee, einer zu wenig. Gut. Dann bringen wir das Siegel mal an. Hat geklappt. Der Brunnen ist gereinigt und die Tore zum inneren Hof haben sich geöffnet. Okay, verloren. Ich dachte, ich muss hier mehrere Brunnen heilen, dabei ist das nur einer. Gut, das vereinfacht wahrscheinlich die ganze Situation. Dann gehen wir mal in das Innere des Klosters. Ja, klar, bist du. Der erste Brunnen ist wiederhergestellt.
Ihr habt gute Arbeit geleistet. Große Herren, es ist der Himmel selbst, euch wiederzusehen. Ich war so verloren ohne eure Weisheit. Ich habe euch viel zu lange ohne meine Lenkung gelassen, Abzong. Aber ich konnte nicht zu euch sprechen, denn der Versuch, Verbindung zum letzten Mitglied des Ordens aufzunehmen, erschöpfte meine Kraft. Ihr seid der Letzte. Niemand sonst kann tun, was eure Bestimmung ist. Ich musste mich schonen und vorbereiten. Ich wusste nicht, wann genau ihr die Schwelle zu diesem Reich überschreiten würdet. Okay. Das ist natürlich übel sozusagen. Also ich will mal nicht hoffen, dass das jetzt da auch darauf hinausläuft, dass die uns auch hintergeht. Ich verstehe. Was muss ich jetzt tun? Nach dem Tod des Kaisers verstrich ein kurzer Augenblick, bevor Sun Li meine Kraft an sich riss. So war ich in der Lage, mich etwas zu erholen und euch hierher zu rufen. Doch meine Kraft ist jetzt erschöpft. Li verbraucht meine Kraft. Er entzieht sie mir mit dem Amulett, das er euch bei seinem Verrat stahl. Ihr müsst den nächsten Brunnen wieder herrichten, bevor es zu spät ist. Warum kann ich das Amulett immer noch benutzen, obwohl es Meister Li genommen hat? Es gibt Fähigkeiten, über die ihr als Geistermönch selbst verfügt. Ihr könnt Essenzjuwele auch ohne das Amulett nutzen. Es ist nur ein Instrument zur Bündelung, keine Quelle. Das Amulett hilft euch, etwas zu nutzen, was ihr bereits besitzt. Das hatte Sun Li nicht geahnt. Wenn er es als Fokus einsetzt, kann er sich meiner Kraft allerdings wesentlich schneller bemächtigen als sein Bruder. Lasst euch durch die Weisheit des Abtes leiten, wenn ihr Hilfe benötigt. Stellt den zweiten Brunnen wieder her und ich werde mit euch sprechen, wenn ich kann. Okay. Na, das machen wir doch aber. Ich spüre, dass mein früherer Schüler keine Ruhe geben will. Es wird Zeit, drastischere Maßnahmen zu ergreifen. Ihr seid so wertvoll, als dass ich euch ein zweites Mal zurücklassen dürfte, Hand des Todes. Kommt! Wir müssen zurück zur Klagefestung. Mhm. Okay. Ich schau mal kurz auf unsere Gefährtenliste. Ah, ja. Alles klar, da haben wir den Abzong. Gut, Leute, aber ich würde sagen, wie es ja weitergeht, das schauen wir dann im nächsten Part von Let's Play Jade Empire Special Edition. Und in den letzten Parts sind ja einen Haufen, unerwartete Wendungen gekommen. Und mal sehen, was da noch alles vor uns liegt und ob unser lieber Zeng wieder mal seinen Körper zurückbekommt. Also, bis zum nächsten Part. Ciao!